Abend. Abend. Kommen zu unserem gemeinsamen Meditationsabend heute ja mit zwei Meditationen gleich noch hintereinander. Und wir machen heute zuerst eine schöne Metta-Meditation und danach eine schöne Vipassana-Meditation. Wir fangen an, den Geist vorzubereiten, indem wir ihm die Möglichkeit geben, Vergangenheit und Zukunft ganz sanft aus dem Mittelpunkt unseres Interesses wegfallen zu lassen. Und stattdessen das friedliche Erleben des Ein- und Ausatmens im Körper in den Mittelpunkt zu stellen. Dürfen wir uns mit jedem Atemzug die Freiheit nehmen, nur ganz im gegenwärtigen Moment zu sein. Wir lenken die Aufmerksamkeit auf den Atem, in die Gegenwart. Nicht, weil wir sonst etwas falsch machen, uns etwas vorzuwerfen hätten, sondern weil wir es so wollen, weil wir uns Gutes tun wollen. Es uns wichtig ist, dass es uns gut geht. Der Gegenwartsbezug in der Meditation, der erste wichtige Schritt zum Wohlbefinden ist.
Ich werde sicher auch auffallen, dass es umso einfacher ist, am Atem zu bleiben, je weniger wir vorgefasste Vorstellungen mitbringen, wie sich das anfühlen soll. Der Atem lang ist, dann ist er eben lang. Wenn er kurz ist, ist er eben kurz. Wenn die Aufmerksamkeit stabil ist, ist es eben so, der Geist immer noch ein bisschen herumzappelt, ist es eben so. Wenn wir uns selbst als dieses Wesen, das hier jetzt meditiert, freundlich, geduldig begegnen, beginnt die Meditation auf Freude zu machen. Ohne dass wir alle Sammlungsrekorde brechen. Einfach in dem Bewusstsein, dass wir etwas Gutes und Heilsames für uns tun. Jedes Mal die Aufmerksamkeit auf dem Atem, Körper ruhen kann.
nehme mich an, will, dass es mir gut geht. Ich nehme meinen jetzigen körperlichen und geistigen Zustand an, so wie er ist. Und helfe mir selbst dabei, mal nicht auf Vergangenheit und Zukunft auszuweichen, sondern mit jedem Atemzug der Gegenwart zu bleiben. Unterstützt von der Bereitschaft, mich anzunehmen, mir freundlich und liebevoll zu begegnen.
Finden mit dem Atem wieder in den Körper, diesen Erlebensrahmen, in dem sich alle Gegenwartsinhalte ganz direkt zeigen. All diese Erlebensinhalte in der Gegenwart können wir mit einem entspannten Geist beobachten. Wir folgen dem roten Faden des Kommen und Gehens, des Atems. Der Atemzug, ein kleines Ereignis im Rahmen der Körperlichkeit, das entsteht, sich verändert und wieder aufhört. Obwohl wir das theoretisch natürlich schon längst wissen, versuchen wir es praktisch jeden Atemzug wieder neu zu entdecken. Mit jedem Atemzug das direkte persönliche Sehen der Grundeigenschaft unseres Erlebens, der Unbeständigkeit auf uns wirken zu lassen.
Beobachten der Unbeständigkeit muss sich natürlich nicht auf den Atem beschränken. Alles, was über unsere Sinnesorgane zum Teil des Erlebens wird, folgt derselben unaufhaltbaren Dynamik des Veränderns, des Anderswerdens und Aufhörens. Wir müssen nichts anderes tun, als der Aufmerksamkeit immer wieder auf Anicca richten den Geist voreingenommen und offen zu halten, damit das Sehen von Anicca auf uns wirken kann.
Immer wieder und wieder kann er den Geist von seinen Geschichten, Erzählungen zurückbringen auf das, was im gegenwärtigen Moment passiert. Veränderungsprozesse an allen Sinnentoren. Ganz klar und tiefgründig kann sich das anfühlen, unser Interesse immer wieder ganz dem Sehen von Anicca gewidmet ist und nicht den vielen Zufallsinterpretationen unserer Gedankenwelt. Hier im gegenwärtigen Moment offenbart sich uns die fundamental wichtige Wirklichkeit unseres Erlebens.